Probefahrt. Probefahrt die zweite, nein die dritte mit dem F80. Ihr habt es ja gesehen, wir haben ein paar Sachen gemacht an dem Auto, unter anderem eine Verdrehsicherung für die Kurbelwelle und dezente Leistungssteigerung. Der M3 F80 hatte ich ja selber auch mal einen, unsere grüne Limo, unser Vorführauto damals. Allerdings mit Sportsa CS drin und so, also so ein bisschen mehr gediegen. Hier ist es jetzt schon mehr so Because Race Car, würde ich jetzt mal sagen, mit Recaro Pole Position, die wir hier reingemacht haben. Dann haben wir umgebaut auf die große Bremsanlage. Das heißt 6 Kolbensattel vorne, 4 Kolbensattel hinten. Die ist ja jetzt so im M2 Competition drin, beziehungsweise gab es als Option für ein M2 Competition. Das haben wir jetzt hier drin eben. Dann haben wir ein Dreifach-Clubsport von KW drinnen. Neben diesem Dreifach-Clubsport haben wir noch die Clubsport-Spurlenker drinnen. Kurz hier wegbeschleunigen. Clubsport-Spurlenker eben, dass ich hinten keine Vorspuränderung mehr habe beim Ein-Ausfedern und dass ich ein bisschen mehr Sturz fahren kann. Was macht unser Kunde mit dieser wirklich sehr, sehr geilen Limo? Also die Farbe ist ja mega und die Felgen sind sehr cool, passen sehr gut dazu. Das ist so eine Mischung aus Alltagsauto und ich fahre auch mal auf die Rennstrecke damit, weil das kann der F80 wirklich gut. Bei dem Dreifach-Clubsport haben wir ein bisschen was umgebaut. Ich höre oft so Geschichten wie ja, andere Federrate hier, andere Federrate da. Muss beim F80 gar nicht sein. Also man muss keine härteren Federn fahren, dass das Auto funktioniert. Eine weiche Federrate macht viel mechanischen Grip. Viel mechanischer Grip ist grundsätzlich nicht verkehrt, wollen wir haben. So. Was braucht man aber? Man braucht eine vernünftige Reifengröße. Deshalb haben wir hier BBS CIR verbaut. Ist eine Flowforming-Felge, kein Schmiederad. Das ist eine 10x19 auf der Vorderachse und eine 10,5x19 auf der Hinterachse. Und Reifen sind Michelin Cup 2, also unsere Wahl fiel auf den Cup 2 einfach aus dem Grund, weil der Cup 2 halt auch noch sehr alltagstauglich ist. Trockengrip ist jetzt nicht ganz so krass wie beim Trofeo R. Ich muss die Bremse noch ein bisschen einbremsen. Aber dennoch guter Trockengrip und ich kann ihn halt auch mal im Regen fahren. Weil gerade mit so einer Reiselimo, die man gelegentlich auch auf dem Track fährt, aber halt auch im Alltag fährt oder auch mal in die Berge fährt, kann es ja mal regnen. Also Cup 2. Zu 65 vorne, zu 85 hinten. Ist ein vernünftiges Setup. Natürlich wäre der 295er hinten schön. Gibt zwar leider keinen Cup 2, 295, 30, 19. Da gibt es dann nur wieder ein Pirelli Trofeo R. Für den 295er bräuchte man dann wieder eine 11er Felge, die es wieder nicht gibt. Also zumindest nicht in Flowform, sondern dann nur im Schmiedebereich. Ja, genau. Also Bremse gemacht, Fahrwerk gemacht, Räder gemacht, die zwei Pole Positions reingemacht, passen auch wirklich schön hier rein. Dann Dämpfer-Setup, dann haben wir eine andere Auspuffanlage verbaut, dann haben wir fürs Getriebe GTS-Software geflasht, haben fürs DSC natürlich eine GTS-Software geflasht, weil wir hier die große Bremse auch fahren und die Hinterachssperre haben wir auch mit einer GTS-Software geflasht. Kurbelwellen, Verdrehsicherung habe ich schon angesprochen. Es gab gerade beim Vorfacelift M3, M4 ein paar Probleme, dass sich die Zentralschraube von der Kurbelwelle gelockert hat. Das geht ein viel diskutiertes Thema, sage ich jetzt mal, beim M3, M4. S55 ist dieses Ding. Das ist diese Kurbelwellensicherungsgeschichte. Also es gab ein paar Motorschäden bei dem Auto, weil sich die Zentralschraube an der Kurbelwelle, die man hier super überhaupt nicht sieht, weil das irgendwo da oben ist. Also da ist die Riemenscheibe oben und da innen drin ist eine fette Zentralschraube und da gab es ab und zu mal Probleme, dass sich die gelöst hat. Dann hat sich das etwas verdreht. Leider ist dahinter das Kettenrad noch mit festgeschraubt. Wenn das Kettenrad quasi kurz stehen bleibt, dreht sich der Motor, die Nockenwelle dreht sich nicht mehr synchron zur Kurbelwelle, Ventile stehen auf, Ventile sind krumm, Motor ist hin. So die Kurzfassung von der ganzen Gaudi. Und dafür gibt es sowas hier.
Das wird dann damit eingebaut und dann kann sich das nicht mehr lösen und nicht mehr verdrehen. Das ist vor allem zu empfehlen bei leistungsgesteigerten Motoren. Haben wir in vielen bunten Farben. Farbe ist eigentlich scheißegal, weil wenn es eingebaut ist, sieht man es sowieso nicht mehr. Aber rot, blau, gelb, orange, egal, kann man jeder Farbe eloxieren. Und wir machen das jetzt hier gerade rein. Bei dem F80, weil der kriegt auch eine dezente Leistungssteigerung neben dem Fahrwerk und dem Sitzen und noch Kram. Und ja, genau, also das Ding hier, sehr interessant, findet ihr ab sofort dann auch bei uns im Shop und dann können wir das auch verschicken, weil viele Leute rufen an und fragen, ob wir sowas überhaupt machen und überhaupt haben. Wir haben so viel Zeug, aber ich habe das nicht im Online-Shop, weil ich habe da keine Zeit für sowas. Wir sind hauptsächlich eine Werkstatt und nebenbei verschicken wir auch ab und zu mal Zeug. Also dieses Ding tue ich da rein, weil das kann man super verschicken. Und ihr könnt, wenn ihr handwerklich geschickt seid und eine Hebebühne habt und Zeit habt, dann könnt ihr das auch selber einbauen. Ansonsten vorbeikommen. Ja, genau. Und das zu der Limo. Tanzanit Blau Metallic ist die Farbe, fällt mir gerade ein. Ist, finde ich, persönlich mega cool. Ja, das holt er jetzt dann ab, das Auto. Und dann geht es damit eh schon an Salzburgring. Die Felgen, die BBS CER, haben wir dann noch ein bisschen lackiert. In einer Sonderfarbe, die ich mit unserem Lackierer zusammen rausgesucht habe. Ich finde, die Farbe ist super cool. Ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Nicht dieses, ja, schwarz, grau, gold, silber, sondern das ist ein wirklich sehr individueller Bronzeton. Passt super schön zum Auto, finde ich. Und ja, so viel zu diesem Auto. Ach so, ja. Genau, eine kleine Software haben wir noch gemacht, dezente Leistungssteigerung, und ich habe ihm auf die Sport Plus Konfiguration das so gelegt, dass der ein leichtes Schubblubbern hat, also Pops and Bangs, Schubblubbern, Schubabschaltung deaktivieren, wie immer man auch das nennen will. Schubabschaltung deaktivieren ist es ja eigentlich nicht, weil die Schubabschaltung technisch gesehen, ja, so funktioniert das, wenn ich jetzt beschleunige, jetzt, und ich gehe jetzt vom Gas, dann spritzt er nicht mehr ein. Das nennt sich Schubabschaltung. Würde ich jetzt weiter einspritzen, meine Ventile gehen weiterhin auf und zu, würde ich jetzt weiter einspritzen passieren, würde erstmal gar nichts passieren. Außer, dass ich einen Haufen unverbranntes Kraftstoff-Luft-Gemisch in meinen Auspuff reinhaue. Wenn der Auspuff natürlich heiß genug ist, weil ich schon ordentlich geballert bin mit der Karre, wird sich das sehr wahrscheinlich irgendwo im Auspuff entzünden und dann da halt verbrennen. Und dann kann das halt zu einer Explosion führen, macht halt dann Kavum. Nur leider weiß ich nicht, wo das Kavum macht. Was wir machen für diese Pops und Bangs und wie es so schön heißt, man stellt ein bisschen die Zündung, weil wenn man vom Gas geht, weil ein bisschen unverbrannter Kraftstoff ist ja dann immer noch da. Also das heißt, ein bisschen Zündung verstellen, dass der hinten raus noch ein bisschen schießt und gut ist. Wenn ihr mit serienmäßig Katz fahrt, würde ich das nicht unbedingt empfehlen.